Kann euch sagen, so sieht man aus, wenn man 3 Stunden lang, weiß nicht, 100 Liter Wasser aus dem Boot befördert. Ich dachte zuerst, ich habe mal wieder ein Leck, aber nein, also nicht unten, sondern meine Abläufe sind verstopft und hier ist Regen biblischen Ausmaßes. Und ich zeige euch einmal, wie es jetzt aussieht, wenn man seinen gesamten Kram trocknen darf. Alles nass. Nur wegen Regen. Weil 2 kleine Abflüsse verstopft sind. Es ist so fucking nervig, ey. Und ja, es hört auch nicht auf zu regnen. Das heißt, jedes Mal, wenn du rausgehst, bist du wieder klitschnass. Also selbst mein Wasser, undurchlässiges Zeug, komplett auch durchgeweicht.